Klarna geht davon aus, dass ihr AI Assistant über 40 Millionen Dollar in diesem Jahr einbringen wird und die äquivalente Arbeit von 700 MitarbeiterInnen leistet. Ja, dann starten wir doch direkt. Und bevor ich mit der ersten Headline beginne, würde ich gerne erstmal anmerken, dass wir, glaube ich, alle gerade das Gefühl haben, dass unsere Arbeitswelt sich sehr, sehr schnell verändert. Und selbst ich als Entwicklerin und Beraterin habe manchmal Angst, da nicht schnell genug hinterherzukommen. Aber diese neuen Technologien, vor allem die künstliche Intelligenz, und ich denke, ihr habt da schon zahlreiche Vorträge heute gehört, eröffnet uns so viele neue Möglichkeiten. Und Klarna macht es uns zum Beispiel sehr gut vor, denn sie haben erst vor kurzem veröffentlicht, dass ihr AI Assistant über 2,3 Millionen Konversationen geführt hat innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung. Und Klarna geht davon aus, dass ihr AI Assistant über 40 Millionen Dollar in diesem Jahr einbringen wird und die äquivalente Arbeit von 700 MitarbeiterInnen leistet. Das ist doch total verrückt, oder? Absolut verrückt. Generative KI, Conversational AI verändert alles. Aber nicht nur für Unternehmen und deren Mitarbeiter. Auch für uns als Konsumenten, als Verbraucher ändert sich der Alltag durch Conversational AI ganz maßgeblich. Einen Schritt in die Richtung haben wir vor einigen Jahren schon gesehen. In den Fast-Food-Stores bestellt man nicht mehr am Schalter, sondern schon längst bei einem Terminal. Und der Treiber dahinter, interessanterweise, ist gar nicht so sehr die Kostenersparnis, dass man eben nicht mehr einen Menschen braucht, der die Bestellung aufnimmt, sondern die Umsatzsteigerung. Denn im Schnitt werden an den Self-Service-Terminals 30% mehr pro Bestellung ausgegeben als bei einer Bestellung beim Menschen. Und der Treiber dahinter ist zum einen natürlich Personalisierung und UX und so ein gewisses Nudging. Aber der andere Treiber ist eine ganz neue Form der Mensch-Maschine-Interaktion. Ja, Menschen können ohne Wartezeiten tun, was sie mögen und haben dann dafür mehr Zeit für die Interaktion. Und der nächste Schritt, der ist ja schon angedeutet, bei Wendy's in USA passiert das Gleiche gerade am Drive-Thru. Auch da bestellt man nicht mehr beim Mitarbeiter mit Headset, sondern bei der Maschine. Und auch da sehen die Umsatzzahlen ganz positiv aus. Jetzt wollen wir reinzoomen in unser Thema, nämlich den Impact von KI auf Sales und Marketing. Darauf wollen wir uns heute konzentrieren. Und es gibt drei Hauptbereiche, die betroffen sind durch die Möglichkeit, die KI uns heute bietet. Der erste Punkt ist Datennutzung und Wissensmanagement. KI kann in Sekundenbruchteilen sehr, sehr große Datenmengen verarbeiten und anders als klassische IT auch sehr unstrukturierte Daten, PDF-Dokumente und so weiter. Das ermöglicht besseres datengetriebenes Entscheiden, kann aber auch direkt Customer-Facing eingesetzt werden, indem zum Beispiel in der Informationsphase Produktinformationen aufbereitet werden können. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Der zweite Punkt ist Content Creation. Und jeder hier im Raum hat wahrscheinlich in seinem Arbeitsalltag schon ChatGPT genutzt. Für mich ist der Impact auch ganz gewaltig. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug geworden, was ich tatsächlich jeden Tag benutze. Die Generierung von Sprache, das ist so die Paradedisziplin von KI, aber ihr alle wisst, da hört es nicht auf. Es gibt, vor einigen Wochen gab es die Videos von OpenAI Sora, die sind fast schon viral gegangen. Ich glaube, eins hat es sogar in die Tagesschau geschafft. Aber ich habe eins mitgebracht, was noch nicht jeder gesehen hat. Und zwar vom Künstler Don Allen. Der hat eine fiktive Tierdoku erstellt, ja? Mit so wunderbaren Wesen wie Giraffenflamingos und Schweinen mit Flügeln. Oder hier der Favorit meiner Kinder, der Bunny Armadillo. Ja, also wer würde ihn nicht haben wollen? Und das ist das Potenzial von einer Technologie, die gerade mal ein paar Monate alt ist. Und wir befinden uns da in einem exponentiellen Wachstum der Möglichkeiten. Und wenn man sich solche Videos anschaut, finde ich sehr gut nachvollziehbar, warum zum Beispiel auch die Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood letztes Jahr 4 Monate gestreikt haben, um eine Regulierung von KI in ihrem Arbeitsumfeld zu erzeugen. Denn der Impact auf das, was die Leute tun, der ist absolut real. Ich habe hier einen Screenshot mitgebracht aus der Financial Times und die zeigt, wie der Launch von ChatGPT sich ausgewirkt hat auf die Joblistings in Freelance-Portalen. Und die Korrelation, die ist nun wirklich kaum zu übersehen. Es verschieben sich also gerade massiv Budgets im Marketing und Sales weg von zum Beispiel Freelancern und hin zu KI-Angeboten. Ja, und damit sind wir beim letzten Teil und darauf wollen wir uns heute wirklich fokussieren. Customer Engagement und Sales Automation. Wie kann man mit KI in genau diesen Bereichen den größten Mehrwert erzeugen? Wir haben vor einigen Monaten dazu mal eine kleine Studie in Auftrag gegeben. Die steht hier vollständig zum Download bereit, hält einige Überraschungen parat.
Mit dem Fokus auf Retail hat sich zum Beispiel herausgestellt, Retail liegt relativ weit vorne. 58% der Retailer hatten Anfang 2024 schon KI Customer Facing im Einsatz versus 48% aller Industrien. Aber was noch beeindruckender ist, ist der Impact. Denn es zeigen sich tatsächlich erhebliche Mehrwerte. Die Studie spricht hier von über 20% mehr Umsatz und von 20% mehr Umsatz und über 21% Impact auf die Kundenbewertung. Und ja, das ist tatsächlich eine Größenordnung, von der viele Retailer, glaube ich, träumen können. Ja, jetzt habt ihr gesehen und gelernt, was KI für einen Impact auf unsere Unternehmen haben kann. Und das Gleiche können wir auch anhand unserer Customer Journey sehr schnell erkennen. Und es ist eure Aufgabe als Unternehmer und Unternehmerinnen, die Phasen zu finden, wo die Verbindung zwischen Unternehmen und Kunde möglicherweise abbricht. Und genau hier kann Conversational AI helfen, die Kommunikation zwischen Unternehmen, Produkt und Kunde aufrechtzuerhalten oder vielleicht auch zu verbessern. Und wir haben euch mal ein paar Beispiele aufgezeigt, die Conversational AI ermöglichen und unsere Phasen und Verbindung zum Kunden verbessern. Und wenn wir uns jetzt einmal die Kaufphase aussuchen und uns an das Beispiel zurückerinnern, wo wir eine Bestellung mit einem Screen betätigen, können wir jetzt mit Conversational AI Up- und Cross-Selling-Angebote ausspielen an den Kunden. Und das ganz personalisiert, weil wir genau wissen, was der Kunde in seinem Warenkorb hat. Und das ist einfach unglaublich. Und entlang dieser gesamten Customer Journey haben wir KI, weil KI super schnell und effizient mit Daten umgehen kann. Und wir sammeln unglaublich viele Daten innerhalb der Customer Journey. Und das ermöglicht uns einfach eine krasse Effizienzsteigerung, und um uns daraus Rückschlüsse zu ziehen und neue Entscheidungen zu treffen. Und um jetzt weiterzudenken und euch einmal ein paar Beispiele zu zeigen, haben wir euch einmal in der Consideration-Phase was mitgebracht. Und Mr. Spex zeigt uns ein ganz triviales Beispiel, wie wir Brillen anprobieren können und uns diese auf unser Gesicht projizieren können. Und wenn wir das jetzt weiterdenken in Conversational AI, können wir Avatare entwickeln und diese Avatare mit unseren Körpermaßen erstellen lassen, mithilfe von Deloitte. Und diese als persönliche Shoppingbegleitung mitnehmen. Also ich kann mit meinem Avatar kommunizieren und mir Empfehlungen aussprechen lassen, mir unterschiedliche Accessoires zu meinem Outfit empfehlen lassen. Und genau das können wir bereits mit Cognigy entwickeln. Und das möchte euch Sebastian jetzt vorstellen. Ja genau, für die Leute, denen Avatare vielleicht noch ein bisschen zu futuristisch sind, haben wir auch ein kleines Video mitgebracht, was zeigt, was heute tatsächlich schon in dieser Consideration-Phase im Einsatz ist. Wir sehen hier die Perspektive einer Kundin, die sucht ein Kleid für eine anstehende Reise und lässt sich inspirieren durch eine Pinterest-Suche. Es könnte auch Instagram sein. Sie findet jetzt eins, was ihr gefällt, und sie klickt das an und landet dann nicht auf der, also sie landet dann auf der Seite des Anbieters, aber nicht auf einer klassischen Shopping-Seite, sondern sie tritt in Interaktion mit einem virtuellen Assistenten. Eigentlich suche ich nach ähnlichen Styles in Hellblau für eine Hochzeit in Griechenland. Genau, basierend auf der Spracheingabe wird jetzt eine neue Suche im Shop getriggert und es werden neue Suchergebnisse angezeigt, die sich die Kundin dann wiederum einmal anschauen kann. Sie sucht sich das Kleid an, aus, was ihr am besten gefällt, und bekommt so eine Detailansicht. Okay, ich lieb's. Kannst du mir das in Größe 34 in den Warenkorb legen? So, das hat geklappt. Kleid ist im Warenkorb und jetzt überlegt der Bot sich, was könnte ich denn noch machen? Und er preist Accessoires an. Kannst du mir vielleicht Ohrringe vorschlagen, die gut zum Kleid passen? Ja, auch da sind die Ohrringe. Die werden jetzt dynamisch in dieser Liste erzeugt. Ein paar Ohrringe wird ausgesucht. Nee, nicht wahr. Es passiert erst noch ein Refinement. Ja, die Kundin spezifiziert nochmal, was sie genau sucht. Also sie sagt lieber was Silbernes. Es wird ein Subset von Suchergebnissen erzeugt. Und hiervon sucht sich die Kundin die aus, die ihr am besten gefallen. Na, entscheide dich bitte. So. Nee, das passt jetzt so. Vielen Dank. Gott sei Dank den Kauf nicht abgebrochen. So, ab hier geht's konventionell weiter. Die Dinge sind im Warenkorb. Von hier aus geht's also in die Checkout-Lane. Interessant ist,
was passiert denn jetzt im nächsten Schritt? Ja, möglicherweise kommt das Paket mit dem Kleid und den Ohrringen nie an oder irgendwas stimmt nicht mit den Ohrringen. Dann bewegen wir uns in die zweite Phase, nämlich After-Sales-Service. Das ist ein super wichtiges Differenzierungsmerkmal für Companies. Und jetzt ist es wirklich time to shine. Denn wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann entscheidet sich natürlich, ob die Kundin jemals wiederkommt und ob sie den Shop vielleicht weiterempfehlt. So, was können in dieser Phase, wie kann KI in dieser Phase unterstützen? Generell auf zwei Arten und Weisen. Das eine sind KI-Agenten, mit denen die Kundin direkt telefonieren kann oder mit denen sie chatten kann. Das sind also tatsächlich so autonome Phonebots, Voiceboards oder Chatbots, die das Problem der Kundin direkt ohne Wartezeiten lösen können. Die zweite Variante, wenn die KI das Problem nicht lösen kann oder nicht erwünscht ist, direkt mit einer KI zu sprechen, dann muss der menschliche Mitarbeiter ran. Und auch hier kann KI natürlich unterstützen. Mit Wissensvorschlägen, mit Agent-Assist-Funktionen, Aktionsvorschlägen und so weiter. Dazu haben wir kein Video mitgebracht, aber mal exemplarisch so eine Journey aufgezeigt, wie jetzt diese After-Sales-Journey der Kundin aussehen könnte, wenn sie mit einem KI-unterstützten Unternehmen in Kontakt tritt. Als erstes wird der Anruf eingeordnet, es wird nach dem Anliegen gefragt. Hier geht es um eine Transaktion, um personenbezogene Daten. Da muss die Kundin natürlich authentifiziert werden, sich identifizieren. In dem Fall eines Schadens braucht man häufig ein Bild. Und das kann während des laufenden Gesprächs einfach mit der Handykamera aufgenommen werden. Das wird dem gesamten Case hier in der vierten Phase hinzugefügt. Und alles wird zusammengefasst, gewissermaßen en bloc, an den Mitarbeiter übergeben. Und auch da bleibt die KI weiterhin im Call und kann zuhören und unterstützen. Hier in dieser Phase können sich für einige Unternehmen tatsächlich auch erhebliche Kostenvorteile ergeben. Wir arbeiten mit einer internationalen Versicherung, die konzentriert sich auf die ersten beiden Teile. Was kann ich für Sie tun? Wie lautet Ihre Kundennummer und wie ist Ihr Passwort? Einmal Passwort, Verifikation. Und da werden pro Anruf ungefähr 90 Sekunden manueller Arbeitszeit gespart. Und das ist eine sehr repetitive Arbeit, die natürlich auch die Contact-Center-Agenten nicht unbedingt gerne machen. Und das in einem Volumen von vielen Millionen Calls pro Jahr. Und damit kommen wir in den dritten Use Case, AI Sales Agents. Ja, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin, was KI heute im Vertrieb machen kann. Wie kann man sich das vorstellen? Was kann KI Sales Agenten tun? Fast schon triviales erstes Beispiel, Terminvereinbarungen und Terminbestätigungen. Jeden Tag werden in Deutschland Tausende von Terminen einfach nicht wahrgenommen. Ne? Die Leute aus der Gastronomie kennen das. Da kann KI ganz einfach ein Check-in machen. Ein paar Stunden vorher fragen, so, geht das alles in Ordnung? Kommen Sie heute Abend vielleicht nochmal eine Bestätigung einholen oder Alternativen anbieten. Wir arbeiten auch mit einem Energieversorger zusammen, der Besichtigungstermine für Hausinstallationen mit Hausbesitzern vereinbart, komplett vollautomatisiert. Und das ist ein Standardprozess, den KI sehr gut leisten kann. Zweiter Punkt, Sales Follow-up. Was machen Unternehmen, wenn ein starkes Buying-Signal vorliegt? Ja, jemand hat eine Probefahrt gemacht oder ein Probe-Abo abgeschlossen oder vielleicht einen Kauf abgebrochen. Man kann, den Consent des Kunden vorausgesetzt, ein Check-in machen und fragen, hey, können wir noch Fragen beantworten, woran lag es, lag es am Preis, möchten Sie vielleicht mit einem Mitarbeiter reden und so weiter. Und da kann man eben diesen Demand noch viel besser einholen, indem man personalisiert genau auf diese Kunden zugeht. Interessant ist, dass die KI-Agenten dahinter ähnlich ausgebildet werden, wie das vielleicht auch Junior BDAs würden. Ja? Das heißt, die bekommen Ziele, die bekommen Gesprächsleitplanken, die bekommen so eine Art Einwandbehandlung mit und finden dann autonom ihr Ziel in einem freigeführten Gespräch mit dem Menschen. Und der letzte Punkt, Customer Advocacy. Hier geht es darum, negative Kundenerfahrungen zu managen und positive Kundenerfahrungen in Weiterempfehlungen und in Customer Loyalität umzuwandeln. Und wie sich das anhört und anfühlt, das haben wir noch mal in einem kleinen Video mitgebracht mit dem KI-Agenten eines Reiseunternehmens. Hallo. Hallo Sonja, hier ist Lukas von Sunny Escapes. Wie geht's dir? Hi, gut, danke. Und selbst? Bestens, vielen Dank. Ich melde mich, weil du gerade von deiner Bali-Reise zurück bist, die du bei uns gebucht hast. Wie war's? War super, perfektes Wetter, Hotel war echt schön, Essen war auch lecker, also alles echt reibungslos. Schön zu hören. Bali ist wirklich ein Paradies. Wärst du bereit, deine Begeisterung mit anderen zu teilen und uns eine positive Bewertung zu hinterlassen? Das hatte ich bisher noch nicht vor, aber klar, ich denke mal drüber nach. Wunderbar. Wir freuen uns immer über positives Feedback. Unabhängig von deiner Bewertung möchten wir dir außerdem einen 100-Euro-Gutschein für deine nächste Reise schenken. Wie klingt das?
Das klingt ziemlich verlockend. Dann schreibe ich euch die Bewertung besonders gerne. Sehr gut. Dann schicke ich dir eine SMS mit dem Link zum Bewertungsportal und dem Gutscheincode. Passt das für dich? Ja klar, das passt. Kleiner Moment. Ja, perfekt, SMS ist angekommen. Super, schönen Tag noch. Ich bin gespannt, wo deine nächste Reise hingeht. Ja, ich bin auch gespannt. Danke dir. Und bis bald. Ja, jetzt habt ihr einige Beispiele gesehen, die wir euch vorgestellt haben, die wir auch mit Cognity schon zusammen entwickeln können. Aber wir wissen auch, dass jeder Anfang nicht so einfach ist. Und wir, selbst Sebastian und ich, haben auf vielen Projekten schon schwitzen müssen, um gute Ergebnisse zu zielen. Deshalb haben wir euch drei Schritte mitgebracht, um KI richtig zu meistern. Und unser erster Tipp ist: Habt ein klares Zielbild, was ihr entwickeln wollt. Und leitet daraus die Schritte ab, um dieses Zielbild zu erreichen. Startet mit einem kleinen MVP und feiert eure Erfolge danach. Nehmt eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit und schult sie, denn diese Technologien sind noch relativ neu. Und gerade wer nicht im Tech-Bereich arbeitet, braucht erstmal ein Training, um diese Technologie richtig zu nutzen. Und unser dritter Punkt, und der liegt mir sehr am Herzen: Es gibt nämlich zu viele Bots aktuell auf dem Markt, die noch nicht gut funktionieren. Und ich glaube, ihr habt auch alle schon die Erfahrung gemacht, mit einem Bot gechattet, der eure Bedürfnisse und eure Fragen nicht gut beantworten konnte. Und deshalb holt euch Expertise ins Haus und erfahrene Leute, die euch dabei helfen können, solche Projekte umzusetzen. Wir haben euch einen kleinen Ausschnitt aus unseren Projekten mitgebracht, die wir bereits mit Cognigy zusammen entwickelt haben. Und der erste Case gefällt mir besonders gut, denn ich muss mir am Abend, wenn ich mal mit meinem Auto unterwegs bin und im Stockdunkeln durch Landstraßen fahre und mein Auto auf einmal den Geist aufgibt, keine Sorgen mehr machen, denn ich kann einfach meinen Bot kontaktieren. Der erkennt meinen Standort, organisiert mir einen Abschleppdienst und ich kann diesen Abschleppdienst so lange tracken, bis er bei mir ist. Und das gibt mir ein gutes Gefühl und ich bin total happy, dass ich diesen Bot immer an meiner Seite habe. Zweiter Use Case: Ein Bot, der mir alle Fragen rund um eine breite Produktpalette eines großen Lebensmittelkonzerns beantwortet und ja, mir sogar Empfehlungen gibt, basierend auf den Produkten, die ich bereits zu Hause habe. Und der dritte Case, und da bin ich besonders stolz drauf, den habe ich auch selbst entwickelt, ist ein Gen-AI-Bot mit einer RAG-Pipeline, die auch Cognigy zur Verfügung stellt. Denn hier kann dieser Bot Reiseagenten helfen, unterschiedliche Fragen zu komplexen Reiseverträgen zu beantworten. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Reihe von unterschiedlichen Verträgen, die mit komplexen Inhalten befüllt sind. Und dieser Bot kann in kürzester Zeit diese Inhalte screenen und mir die richtigen Antworten darauf geben. Das macht diesen Kundenservice so viel effizienter, nutzerfreundlicher und die Agenten haben wieder richtig viel Spaß, damit zu arbeiten. Und um euch jetzt noch einmal richtig zu motivieren, habe ich euch noch ein Zitat von Stuart Brand mitgebracht. Denn er sagt: Wenn eine neue Technologie über dich hinwegrollt und du nicht Teil der Dampfwalze bist, dann bist du Teil der Straße. Und deshalb steigt ein, rollt mit uns mit. Das war's von uns. Danke, OMR, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke.